Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit der One Piece Special Attack Season. Ja, es ist tatsächlich der letzte Part. Panda Man ist dran. Er hat zwei Specials. Und das ist einmal X und Dreieck und X und Viereck. Und dennoch noch gegen Alvida. Oh Gott, die ist viel schneller als ich. Ich muss hier sowieso erstmal wieder reinkommen. Ich weiß noch, dass das echt schwer war mit ihm. Das hatte ich überhaupt nicht mehr so in Erinnerung. Ich muss erstmal einen Schluck trinken. So, dann wollen wir mal erstmal Eukalyptus fressen. Also X und Dreieck und X und Viereck war das, glaube ich, ne? Schon wieder vergessen. Oh nein. Ja, also das wird tricky. Weil wir natürlich nicht so viel abziehen gefühlt. Nein. Das lassen wir mal sein. Oh nein. Achso, Glück gehabt. Nein. Das ist kein Problem. Ein bisschen brennen. Absolut nicht schlimm. Gehen wir nochmal rein in die Nummer. Einfach damit wir noch ein bisschen weiter brennen. Jetzt tauschen wir uns hier die ganze Zeit einfach aus. Da haben wir wenigstens ein bisschen was an Schaden gemacht. Ja, das läuft doch gut, also so schadenstechnisch. Ey, können wir uns das Feuer eigentlich so lange weitergeben? Ah, shit, jetzt ist es weg. Bis einer von uns... Also, brennt das unendlich lange im Prinzip? Warte mal. X und Dreieck. Alter, jetzt grindet sie hier die ganze Zeit hin und her, oder was? X und Dreieck. Ach du Scheiße, ja, ich erinnere mich. Genau. Das ist natürlich tricky. Da wäre das natürlich... Wow. Am besten, wenn sie hier oben irgendwo stehen würde. Komm her. Ah, verdammt, jetzt habe ich sie selber wieder runtergejagt von der Nummer. Ah, hat zu lange gedauert. Okay, das bringt nix. Au. Natürlich schießt sie mich aus der Luft raus, also. Ja, verdammt. Jetzt stehen wir einen Kilometer auseinander und jeder macht sein Special. Das bringt natürlich auch total die Punkte. Ah, shit. Ja. Das will alles nicht, weil sie unbequem ist. Warte mal, X und Dreieck, X und Viereck war die andere. X und Viereck. Ach so, oh Gott, nein, ich erinnere mich. Oh Gott. Ist das alles eine Sch... Also er ist wirklich ein blöder Charakter, so von den Dings, von den Moves her und so. X und Viereck. Oh Gott, es hat geklappt. Es hat wirklich geklappt, ey. Als Griff ist das aber echt bescheuert. Zumal, hat sie nicht noch gebrannt, oder was war das gerade für eine Nummer? Das war eine echt knappe Nummer, glaube ich. Erinnert mich spontan ein bisschen an Tekken 3 an King. Ja. Der hat ja auch so eine Tigermaske auf. So, X und Dreieck. Ah nein! Nein, ich hab's vertauscht! Jetzt komm! Oh, Segel! Ja! Ja! Ey! Ich weiß nicht, manchmal hat man Glück, ne? Manchmal funktioniert's einfach. Alter, hätte ich im Leben nicht. Ist das die schnellste Variante gewesen oder was haben wir jetzt hier gerade hingelegt? Es war auf jeden Fall echt glücklich. Also das hätte ich im Leben so nicht erwartet. Aber es ist ein schöner Finisher, sag ich mal. Ein schönes Ende. Ja, ich habe so meine paar Favoriten, sag ich. Panda Man gehört da nicht wirklich dazu. Also das ist echt glücklich gelaufen. Also schaut euch unbedingt das Ding an, wo ich da versucht habe, mit Panda Man durchzuzocken auf leicht. Da habe ich mich richtig... blöd angestellt, sag ich mal. Aber gut, wir haben es gepackt. Ja, ich muss jetzt erstmal gucken, wie das läuft. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir hatten ja jetzt diesen 2-Tages-Rhythmus. Das werde ich nicht halten können, das sage ich so oder so. Weil die Videos automatisch, dadurch, dass ich dann auf normal spiele, werden sie länger. Ich werde, das werde ich dann in den jeweiligen Videos auch nochmal ankündigen, aber jetzt schon mal, wenn ich auf normal... und später V
falls ich noch Bock habe, dann auf schwer spiele. Dann spiele ich so, bis ich down bin. Also ich werde nicht nochmal mit jedem Charakter komplett von A bis Z durchspielen. A, weil die Videos sowieso mega lange werden. Dadurch, denke ich mal, weil ich werde mich ja trotzdem anstrengen und ich werde auch versuchen, Specials zu zeigen und so, ne? Aber die werden einfach zu lang und dann dauert das wieder eine Woche, bis das nächste Video kommt und so, weil ich die auch auf 4K hochrende und bla. Ob das nur wieder Sinn ergibt oder nicht, ist auch scheißegal, aber weiß ich nicht. Also ich bin bei diesem Rhythmus und das funktioniert aktuell alles ganz gut. Und wir haben die ganzen Dinger ja schon mal durchgespielt, von daher werde ich einfach auf gut Glück bei jedem versuchen, das Beste rauszuholen und mein Bestes halt zu geben. Und dann gucken wir halt, mit welchem Charakter man gut klarkommt und mit welchem nicht so. Ich kann mir vorstellen, dass es mit Pandaman eher nicht so wird. Und dass es hingegen mit, ich sag mal, Zorro, Shanks, Falkenauge, das oder Nami vielleicht sogar, das sind so Charaktere, bei denen wird es einigermaßen laufen. Ich denke mal, jetzt vergehen 1-2 Wochen, bis das Ding dann auf normal losgeht. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie das läuft. Das hängt immer, ja, was weiß ich, mit meinem Tagesablauf und so zusammen. Und ob die Aufnahme funktioniert oder ob mir mal wieder irgendwas zerschossen wird, ob mal wieder irgendwas kaputt ist. Man kennt's, auf einmal funktioniert der Computer nicht. Auf einmal bricht die Aufnahme ab, ich habe keine Ahnung. Alles Mögliche schon gehabt. Ich bin fürs Erste wieder raus und hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.